Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit einem Transportsystem aus der Logistik, dem Hub-and-Spoke-System. Unter einem Hub, auch Nabe genannt, versteht man ein Zentrallager, von dem verschiedene Endstellen aus bedient werden. Diese Endstellen funktionieren ebenfalls als Zulieferer, abhängig vom Warenfluss. Die Spoke, zu Deutsch Speiche, ist die Verbindung vom Hub zu den jeweiligen Endstellen. So bezeichnet Hub and Spoke oder auch Nabespeiche genannt ein System von zentralen Knoten und Endstellen, die über Spokes miteinander verbunden sind. In der Praxis werden nicht nur Hub, Zulieferer und Endstellen, sondern auch verschiedene Hubs untereinander über Spokes bedient. Ein Vorteil des Hub-and-Spoke-Systems ist eine bessere Auslastung der Ladekapazitäten durch Bündelung von Transporten. Durch eine daraus resultierende hohe Transportauslastung werden Leerfahrten vermieden und die Kosten minimiert. Der Transport über Hubs ist zwar günstiger, doch da er nicht direkt von Kunde zu Kunde führt, wird die Ware auch nicht immer auf kürzestem Wege transportiert. Somit ist das Hub-and-Spoke-System zeitintensiver. Im Gegensatz dazu stehen Direktverbindungen, die unmittelbar von Kunde A zu Kunde B führen, ohne ein Hub dazwischen. Idealerweise wird eine Kombination aus beiden Systemen zur optimalen Auslastung des Fuhrparks angewandt. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Weitere Videos findet ihr auf unserem YouTube-Channel oder unserer Facebook-Seite.